Welcome to your bakery. Okay, unser erster Auftrag wartet schon auf uns. Ich glaube, die sind fertig. Boah, die sehen wild aus. Was? Da habe ich absolut nicht gerechnet. Junge, einfach GTA. Und wir fangen mal einen neuen Auftrag an. Wieder für unsere Lieblingsbäckerei. Und wir haben auch ein Zeitlimit diesmal. So, die wollen ein Brot. Das haben wir noch nicht gebacken bis jetzt. Das heißt, wir beeilen uns mal ein bisschen. 500 Gramm Rye Flour. Was ist das denn? Ah, hier, okay. 500 Gramm. Dann brauchen wir aber einen ganz großen Löffel. So. Wasser 300. Hier. 1, 2, 3. 50 Milliliter Olivenöl. 5 Gramm Hefe. Und 5 Gramm Salz. Wo ist Salz? Da oben. Und 2 Gramm Zucker. So. Jetzt gehen wir wieder mixen. Und dann wieder schneiden den Teig. Moment. Ah, scheiße. So. Und zwar diesmal für... was brauchen wir denn eigentlich jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, das müssten runde Brote sein. So wie es aussieht. Okay, das Minigame finde ich ein bisschen random, muss ich sagen. Da macht man halt eigentlich nichts, außer den Kreis zu drehen. Aber egal. So, jetzt packen wir das Ganze auf das Blech. Und dann ab in den Ofen. Ich habe immer diesen Geruch im Mund, ne? Wenn ich diesen Ofen hier aufmache und da das Brot reinmache, habe ich diesen Bäckereigeruch im Mund. Baby, let me see it. Das ist noch so frischem Brot und frischen Brötchen. Übel geil. Okay, 60 bis 80 Sekunden. Das sollte ein bisschen dauern. So, ich schaue nochmal rein. Okay, die Hälfte ist schon gebacken. 100%. Es ist fertig. Dann machen wir wieder zu. Und jetzt kommt das Ganze wieder in die Verpackung. Und dann geht's wieder ins Ausliefern. In der GTA-Mission. Let's go. Dann wieder die gleiche Stelle. Ist ja wieder die 5-Minute-Bakery von vorhin. Also, das erinnert mich so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, an was mich das erinnert. Das erinnert mich an irgendwas. Und ich meine gerade nicht GTA, aber... Irgendein Spiel. Oh, ich fahre in die falsche Richtung. Das war einfach die falsche Richtung. Oh, ich höre die Polizei. Oder so. Gleich haben wir Polizeikontrolle. Im Bakery Simulator. Das wäre ganz wild. Okay. So, dann da hoch. Dann müssen wir gleich da sein. So, und die grüne Markierung. Ist schon wieder da, in voller Pracht. Diesmal noch 15 Dollar. Warum eigentlich nur 15? Wir haben diesmal ein fettes Brot abgegeben. Das letzte Mal nur zwei kleine Brötchen. Wir haben hier jetzt neue Formen und neue Lebensmittel und Brote freigeschaltet. So, mal gespannt, was wir jetzt bekommen. Und wir haben einen neuen Laden, an dem wir hier neues Brot liefern können. Schauen wir mal. So. Okay, wir haben wieder ein Zeitlimit, diesmal sogar 12 Minuten, also das sollte reichen. So, diesmal wieder Wasser, ziemlich viel. So, 640 Milliliter Wasser. 500 Gramm von dem hier. Dann Sauerteig irgendwas. 1, 2, 3. Dann wieder Weizenmehl. Und noch 24 Gramm Salz, oha. Das war ein bisschen mehr, ich hoffe, das macht nichts. Ja, das war 1 Gramm mehr, also... So, dann zack. Achso, wir brauchen ein neues Ding jetzt, ne? In die Brotpfanne. Ah, hier rein. Okay. Ah shit, der Teig ist fertig. Und jetzt muss der irgendwie da rein. Aber nicht so. Also scheinbar müssen wir erst wieder in die Schüssel reintun. So, und jetzt in die Form hier. Ah, perfekt. So, und jetzt kommt die so da rein, wie sie ist.
in den Ofen für 50 bis 70 Sekunden. Perfekt. Ach scheiße, wir brauchen jetzt zwei. Ich hab's falsch eingestellt. Okay, dann machen wir noch ein zweites. Wir haben ja genug Zeit. Oder war das für zwei? Moment. Jetzt muss ich mal gerade gucken. War das für zwei? Das war für zwei, oder? Jetzt habe ich da halt Wasser reingekippt, ne? Das ist komplett Schmutz wahrscheinlich. Scheißegal, oder? Wir machen es trotzdem. Mal schauen, was passiert. Ja, das schmeckt trotzdem. Die soll sich nicht so anstellen. So. Ja, guck mal. Sieht aus wie vorher auch. Das passt. Oh, das geht gar nicht. Weil es wahrscheinlich, weil es falsch ist, ne? Na ja, gut, dann mache ich das hier fertig und mache nochmal neu. Und wir sehen uns wieder, wenn beide fertig sind. Okay, ich habe jetzt doch einfach unseren missratenen Teig da genommen und in die Form gepackt. Und jetzt doch hinbekommen. Also packe ich einfach mal da rein und schau mal, was passiert. Man sieht, nach Rezept ist der 1A geworden. Also mal schauen, was rauskommt. Das erste Brot ist ganz gut geworden. Das könnt ihr euch mal anschauen hier. Das ist traumhaft. Das heißt, sie sollen sich nicht so anstellen, wenn das zweite Brot ein bisschen schlechter ist. Ich bin echt mal gespannt, was dabei rauskommt, weil das ist ja komplett nicht das Rezept. Aber das wird schon gehen. Das schmeckt. Da habe ich keine Sorgen. Das schmeckt. Ach, das backt ja gar nicht. Weil es falsch ist, oder wie? Ja, dann müssen wir doch nochmal neu machen. Mann. Ich wollte jetzt so ein richtig schön versautes Brot andrehen. Wir sind wieder hier. Ich habe mir gedacht, wir liefern einfach mal nur ein Brot. Anstatt zwei. Weil ich keinen Bock habe, es nochmal neu zu backen. Vielleicht nehmen wir es ja auch so an. Wenn nicht, müssen wir nochmal fahren. Das wäre nicht so erfreulich, aber ich soll das nehmen. Und ich fahre schon wieder falsch. Aber wir können ja auch mal ein bisschen die Map angucken. Also hier haben wir eine Tankstelle. Die Musik ist auch irgendwie ein bisschen übertrieben. Oha, Gewitter. Ich glaube, man hört die Polizei die ganze Zeit nur, aber die kommt gar nicht, oder? Also fahren nicht wirklich Polizeiautos hier rum. Glaube ich. Okay, der Shop ist recht weit weg sogar. Da oben irgendwo. Da ist er. Um die Ecke. Aha. Übler Luxusladen. Da ist es ja genau richtig, dass er unser Brot nimmt. Wo wir nur die Hälfte liefern. Ja, guck mal, die sind doch zufrieden, oder? Ja, die sind echt zufrieden. Guck mal, passt. Nur die Hälfte geliefert, aber ist ja egal. Okay, wir wollen wieder Brot haben. Diesmal ein bisschen anderes Brot. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich das Brot gebacken habe. Weil das haben wir jetzt ja schon oft genug gesehen. Und soll ja nicht langweilig werden hier. Dementsprechend packe ich mir schnell die Zutaten alle zusammen und dann sehen wir uns wieder. Okay, wir haben jetzt hier zwei wunderschöne Golden Breads geformt. Und die packen wir jetzt auf das Blech drauf. So, zack. Und dann wieder rein hier. Oh, da ist noch ein Blech drin. Ja, das macht nichts. Der ist schön heiß jetzt. So. Und dann sehen wir uns wieder, wenn 70 Sekunden rum sind und der Aal hier schön frisch und knusprig gebacken ist. Ich glaube, es ist fertig. Ne, nicht ganz. So, und oh, schön knusprige, frische Brötchen. Brot meine ich. So, das war's schon. Dann packen wir die hier rein. Und liefern die nochmal aus. So, 33 Geld. Jawohl. So, und das war's, so wie es aussieht. Wir haben ein bisschen Brot gebacken. Sind jetzt alle Profibäcker in diesem Spiel geworden. Und ja, ich muss sagen, es ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Es sind ein paar geile Ideen dabei. Und auf jeden Fall, das Backen an sich ist geil umgesetzt, finde ich. Das mit dem Ausliefern ist, naja, es ist eine coole Idee, dass es dabei ist, aber die Umsetzung ist bis jetzt nicht so toll bis jetzt, würde ich mal behaupten. Ansonsten würde ich sagen, ist eine coole Spielidee. Könnt ihr gerne auf jeden Fall mal unterstützen, indem ihr vorbeischaut, auf eure Wunschliste packt oder mal ausprobiert. Das Ganze habe ich euch verlinkt in der Beschreibung, also wenn ihr mal vorbeischauen wollt, schaut gerne in der Beschreibung vorbei und auf Steam vorbei und ladet euch die Demo runter. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.